Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es Yampak Bung Grob. Morning Glory Salat, gell? Und dieses Gericht besticht mit zwei absolut wunderbaren Geschmäckern. Einmal die frittierten, knusprigen Morning Glory aus Mamis Garten und Nam Yam, diese mega Geschmacksexplosion Dressing Soße, Leute. Genau, so kochen. Let's rock, Mund schmeckt. Kommt sie mit? Kochen mit uns. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox, gell? Und da seht ihr schon unsere Hauptdarstellerin Pak Bung, Wasserspinat, Morning Glory. Die hier hat Mami selber gezüchtet, das habt ihr bestimmt schon in den letzten Gartenvideos gesehen und ihr bekommt die natürlich in jedem Asia-Shop. Pak Bung Wasserspinat ist mein Lieblingsgemüse Nummer 1, müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn ihr die noch nicht kennt. Dann teilen wir Pak Bung Stängelchen zu Stängelchen und Blätter zu Blätter. Erstens sieht es nachher schöner aus beim Servieren und zweitens, und das ist noch wichtiger, wird es dann noch krossiger, denn die Blätter sind ja viel zarter als die Stängelchen und wenn sie frittiert werden, sind sie ultra knusprig und alle wollen die Blätterchen essen. Die Garnelen, jetzt kommt ein Tipp von Mami, wenn ihr sie vorher mit Tapioca-Mehl einlegt für 15 Minuten, nach 15 Minuten das Mehl wieder abwaschen, dann werden die Garnelen ultra deng deng, die werden so richtig prall. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr euch merken, gell? Und dann geben wir die Garnelen direkt in dem heißen Wasser. Sobald die Garnele durch ist, holen wir sie raus und legen sie erstmal beiseite. Schweinehackfleisch wird ebenfalls gekocht und sobald es durch ist, holen wir das auch raus und es darf erstmal Pause machen. Und jetzt gibt es Kai Tort, frittierte Eier, Leute. Ich liebe Kai Tort, ganz schlimm. Guck mal, wie das da schon so aufpluppert. Dann gebt ihr noch von dem heißen Öl oben auf das Ei drüber, dann wird das Ei von allen Seiten mega knusprig und innen ist es trotzdem immer noch so ein bisschen weich. So verdammt lecker, ich liebe Kai Tort. Wir schneiden Schalotten in kleine runde Scheibchen, Chilis in kleine Stückchen und Limetten ist bereit. Wir nehmen Fischsoße, geben Zucker hinein und verrühren die beiden miteinander. So lange, bis Zucker sich in der Fischsoße aufgelöst hat, dann geben wir Limettensaft hinzu. So salzig, süßlich, säuerlich. Und das hier müsst ihr nicht machen, aber das machen wir gerne. Wir geben noch etwas vom Saft, vom eingelegten Knoblauch dazu. Das unterstreicht nochmal dieses Süßliche und Säuerliche. Müsst ihr aber nicht machen. Chilis kommen da rein und gleich sehen wir uns wieder mit der Soße. Denn jetzt machen wir die Tempura-Panade. Tempura-Mehl wird mit kaltem Wasser angerührt. Wenn das Wasser kalt ist, dann wird es nämlich noch krossiger. Sobald das Öl im Wok oder in der Pfanne heiß ist, legen wir unsere Pak Bung hinein, die wir vorher in die Tempura-Panade gegeben haben. Ja, ich habe leider, wie ihr merkt, vergessen, die Szene zu drehen. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt euch vorstellen, wie mit so viel Liebe wir die Pak Bung in die Tempura-Panade getaucht haben. Und sobald es gelb wird, könnt ihr die Blätter schon direkt rausholen, denn das dunkelt noch nach. Dann geben wir Schalotten in unsere Soße, Schweinehackfleisch kommt hinzu und die Garnelen legen wir auch da drauf. Und wir schneiden Kai Tort in kleine Stückchen. Unsere knusprige, krossige Wasserspinat wartet schon auf uns und auf diese verdammt leckere Geschmacksexplosionssoße. Ihr gebt das Dressing komplett über die knusprigen Wasserspinate. Die Garnelen legt ihr oben drauf. Leute, wenn ich das schon sehe, kriege ich direkt wieder Hunger.
Thai Tort, die frittierten Eier, unterstreichen nochmal die Crispiness, die Knusprigkeit vom Pak Bung. Und dann diese verschiedenen Zutaten, der Geschmack vom Dressing, so scharf, süß, salzig, säuerlich mit dieser Knusprigkeit, das hat absolut Suchtgefahr. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht kennt, gell? Diese frittierte Morning Glory Pak Bung. Ich komme mal, meine Mami hat Mikro. Hört ihr das Geräusch? Das ist so richtig knusprig mit diesem Tempura-Mehl. Ich muss standen, weil ich möchte, dass ich hören. Weil, guck, ich möchte, dass ihr es hört. Tausendmal besser als irgendwelche Chips, Leute. Viel knuspriger, crunchiger. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder mit uns die Küche gerockt habt und mit uns per Express nach Thailand geflogen seid, gell? Probiert das Gericht unbedingt mal aus, weil das ist wirklich Geschmacksexplosion, trifft mega Crunchiness. Dankeschön, Kopkun Ka. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.